Der Weihnachtstag. Gans und Pute müssen ausgenommen und gefüllt werden. Manni hilft Peter, wo er kann. Na, schön frisch. Wir können altes Gammelfleisch haben. Hört man heute im Fernsehen alles immer. Meine Mutter hat nur eins immer gemacht als Tradition, den alten Hintern da hier ab. Ach, das denkst du was. Und wer hat denn früher immer gegessen? Der Uwe. Ach, der Uwe? Ja. Ja. Der Uwe ist in gerne. Unappetitlich im Hintern. Weg damit diesen. Einen Fehler haben wir gemacht. Kennst du einen guten Trick, was man mit Zwiebeln macht, dass es dann nicht die Augen brennen? Ja. Normalerweise tut man sie einen Tag vorher in den Kühlschrank, dann tun die Augen nicht Tränen. Du weißt eins nicht. Die Tränen, die was du jetzt kriegst, sind Freudentränen, weil der Herr Jesus Christus auf die Welt gekommen ist. Sei du zufrieden. Jetzt setzen wir das System an, was die Mutter gemacht hat. Ich kriege den Beutel nicht rein, total gefroren. Man sieht, hört man. So, einmal rein. Ein paar Sekunden abwarten. Fantastisch. Was heißt es, was er alles macht, gell? Ja, die Mutter, ihre Kochsachen sind schon gut. Die Armviecher tun mir leid. Aber ich habe auch Hunger. Einmal tun sie mir leid. Und ein Glück weiß ich nicht ihren Namen. Langsam komme ich schon rein. Das will mir wegen Tierarzt eine Geburt helfen. Wie ist die Temperatur von dem? Total abgekühlt. Nicht gut. Kannst du irgendwas noch machen? Nee, das Kind kann ich noch rausholen. Der Kopf kommt schon raus. Der Hals. Fantastisch. Weihnachtliche Geburt machst du. Da. Ah. Der hat einen schönen Hals. Ein wunderschönen. Guck mal hier. Da oben hing der Kopf. Und das, was unten. Guck mal, ein Alien. Das ist das, sieht auch viel Alien. Geht. Ja. So das gut, sieht ja fast wie von Alien was aus. Brauchst du nur einfach nehmen und dann noch... Den schmeiß ich hier rüber. Ich muss ja hier nochmal gucken, ob da noch was drin ist. Dann guck mal nach rein. Wie eine Überraschung. Ach. Da muss irgendwas sein. Da muss ist. Leber, Herz, Nieren, Magen. Das ist alles drin. Finger aufpassen, du schneidest zu dicht an die Finger. Man schneidet immer vom Körper weg und nicht Körper hin. Ein Finger weg ist nicht ganz schlimm. Man hat 10, 12 Finger. Guck mal nach, ob das Herz muss drin sein. Das Herz schmeckt gut. Da ist die ganze Liebe. Da kommen sie raus, die Leber. Die Leber ist nicht so gesund. Da sind die ganzen Schadstoffe drin. Armes Tier. Haben wir es geschafft. Jetzt bist du fertig? Ja. Jetzt kannst du etwas ausruhen. Nochmal Dankeschön für die Hilfe zu Weihnachten. Bitte, ich helfe Uwe. Geh die Jungs hin und helf dir mal etwas. Okay, mache ich. Dass sie nicht einschlafen. Bis nachher. Das hat die Mutterchen auch immer gerne gemacht. Ich habe sie richtig füllen lassen. Da hat sie gezeigt, wie das geht. Die hat gesagt, ich soll es auch lernen. Man weiß ja nicht, was geschieht, wir leben nicht ewig, sagt sie. Haben wir ja nicht geglaubt, gell? Ich lasse auch meine Eltern nichts kommen. Und die Eltern sind für mich immer da. Wenn ich nochmal geboren werde, nehme ich sie nochmal als Eltern. Immer wieder. Ohne zu fragen. So. Peter schiebt die Gans in die Röhre. Peters kulinarische Spezialitäten sind eigentlich pikante Nudelvariationen wie Rigatoni mit süß-scharfer Zigeuner-Hackfleischsoße. Beim Würzen seines Bratens geht er ungewohnt zurückhaltend vor. Fantastisch. Jetzt hat Peter Zeit für eine Pause. Der Braten muss noch mindestens 2 Stunden im Ofen bleiben. So. Mhm. Oben, wie sieht es mit unserem Braten aus? Sehr gut schon. Oh. Aber es riecht man auch langsam. Ja. Morgen ist Heiligabend und die Brüder haben 10 Verwandte zum Essen eingeladen. Peter muss heute noch den Rotkohl zubereiten, denn er will sich streng an das Rezept seiner Mutter halten.
Die war der Meinung, dass Rotkohl nie aus dem Glas kommen darf und mindestens 24 Stunden köcheln muss. Das ist Arbeit für Verrückte. Das Weihnachtsfest ist ein hartes Fest. Ist das ein Teil? Das ist was wie Gefangene im Knast. Das waren also Zwischen. Bei Mutter gab es das ja auch so lecker. Aber fertig, ich brauche es ja nicht machen. So Baller war ich ja nicht. Da habe ich es gegessen gerne. Lecker. Ich will es ja auch machen. Aber ich bin noch nicht so sicher mit den harten Zeug da. Mann, die Frauen, die tun mir leid. Erst beim Blitzen gebacken, dann da. Das ist ja eine Knochenarbeit. Aber ich bin dann naturbewusst. Das mache ich, weil es Erinnerung an die Mutterchen ist und Vatterchen und Omi. Und an so Monika, unsere Schwester. Und Peter, brauchst du mich heute noch? Hey, Moment. So. Nein, ihr könnt fahren. Bis morgen. Okay, tschüss, bis schönen morgen. Schönen Abend. Dann noch viel Spaß, ne? Viel Spaß, bis morgen, Kleiner. Bis morgen, Peter. Tschüssi. Tschüss. Tschüss. So, doppelt hält besser. Ah, sieht gut aus. Die gute Butter bringt einen schönen Geschmack auch noch dazu. Welche haben Angst wegen die Kalorien? Blödsinn. Es wurde bewiesen, dass Fett überhaupt bei manchen Leuten überhaupt nichts ausmacht. Wenn sie nicht das Fett gegessen haben, haben sie mehr zugenommen als abgenommen. Umgekehrt, wo sie es genommen haben, haben sie abgenommen. Nur das dauert unwahrscheinlich lange. Sie können schon etwas reintun. Peter kommt ins Grübeln. Er hat erst 2 der 5 Rotkohlköpfe klein geschnitten. Dafür hat er über eine halbe Stunde gebraucht. Das dauert auch immer viel zu lange. Wir sind doch moderne Menschen, wir sind doch nicht mehr. Alle haben dicke Maschinen, alle fliegen am Mond hoch schon oder durch die Luft. Und was sollen wir nicht etwas modernisieren? Ist ja kein Betrug, ist nur Verbesserung. Uwe und Günther sind bereits zu Hause und Manni sieht in seinem Zimmer fern. Im Schutze der Nacht wagt es Peter, mit der Familientradition zu brechen. So, das ist die ideale Idee. Der ist fertig. So. Ah, bin ja nicht blöde. Oh, der sieht besser aus. Die merken das nicht manchmal. Mein Essen schmeckt ihnen genauso gut. Wenn sie die guten Nudeln schon nicht mehr mögen. Ich bin ein moderner Mensch. Was soll ich das nicht machen? Das kapieren die so und so nicht. Wenn die schmecken, schmeckt es genauso gut. Oh, der sieht gut aus. Fantastisch. Siehst du, und der kocht nicht mehr so viel ein. Ist ja noch nichts dran. Den Geschmack gibt man erst. Das ist hundertprozentig. Wenn ich kriege ja nicht aus dem Mehl sofort einen Kuchen. Ich muss ihn auch erst machen. Logische Sache, gell? Und so ist das nur ein Grundnahrungsmittel. So. Jetzt das nicht auffüllt, werden die scheiß Gläser weggeschmissen. Mit Heinchen im Ohr und Romantik im Herzen widmet sich Peter jetzt dem Feinschliff seines Bratens, der Soße. Ohne Soße schmeckt es überhaupt nicht. Erstmal ist es zu trocken. Dann kann man sticken. Das soll man nicht machen. Zweitens, ohne Soße schmecken die Kartoffeln nach gar nichts. Das ist genauso, wenn man Kaviar isst, dann tut man einen Sekt, also Champagner oder so weiter, beitrinken. So ist für die Armen auch die Soße. Auch die Reichen essen genau die gerne die Soße. Komm, so ist es wirklich.
So ein Holzlöffel aus Kunststoff ist unwahrscheinlich gut. Der kann nicht anbrennen, sieht nicht so braun aus. Was Besseres gibt es überhaupt nicht, wenn es so stabiler ist. Es gibt welche, da bewegst du, fällst auseinander. Dann hast du die Hand in den Topf und hast sie verbrannt. Kannst das Essen wegschmeißen und den Topf noch. Also das Innen da weg. Nee, sieht schon schön aus. Wenn wir die Liebe ganz angucken. Ach, sieht die gut aus. Fantastisch. Boah, hier der Rotkohl, der riecht. Da könnte ich mich so reinsetzen. Der ist schön. Boah. Da merkt man doch Mamas altes Rezept, ne? Mach vorsichtig, nicht, dass ich dich nur im Finger schneide. Pieche? Ja. Bring ich schon mal Karin. So. Ja. So, eine Portion ohne Rotkohl. Weiß gar nicht, was der entgeht, Karin. Ah, das schmeckt ist gut, nicht. Doch. Der, ja, Rot, das ist auch viel zu viel. Der Rotkohl nach Mamas Rezept, der schmeckt spitzenmäßig. Ich wollte da nur die Rotkohl. Ihr kriegt jetzt auch. Guten Appetit, alle miteinander. Appetit, alle zusammen. Dankeschön, das war aber lieb, dass du mir mitgebracht hast. Juliana, ich stelle dir hier deinen Stuhl hin. Dann gehst du zum Peter, ne? Sabinchen. Oh, ja? Bevor gegessen wird, wird erstmal ein Gedicht aufgesagt. Ja. Ein Gedicht? Und das kann Dianachen am besten. Ja. Die ist perfekt da drinne. Bitte schön, wo das da drinne steckt. Alle mal zuhören und nicht schnell vor, weil wir alles Beste kriegen. Na, Uwe! Und der Engel sprach zu ihnen: Fürchtet euch nicht. Siehe, ich verkündige euch große Freude, die allen Volk widerfahren wird. Denn euch ist heute der Heiland geboren. Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden und den Menschen ein Wohlgefallen. Wunderbar. Also sehr Wunderbar. Fantastisch gemacht. Ja. Dankeschön. Merke ich schön gemacht. Und nochmal ein frohes Weihnachtsfest. Frohe Weihnachten. Guten Appetit. Guten Appetit. Und der Rotkohl. Also. Ich mache auch nach Mamas Rezept, kriegen aber nicht so gut hin wie der Peter. Muss ich leider zu eingestehen. Die Mutter hat uns ja alles beigebracht, wie ich. Thomas, das Rezept ist schon von Rotkohl fast 100 Jahre alt. Peter hat alles richtig gemacht. Keiner bemerkt seinen Bluff mit dem Rotkohl aus dem Glas. Allen schmeckt's und er hat sich viel Stress erspart. Peter, das ist aber nett. Kannst du irgendwo in Hotel oder Restaurant gehen und auf dir Sternekoch anfangen? Ich gehe mit dem Fleisch.